In my laboratory, we study immunology and cells of the immune system with a particular emphasis on how these immune cells engage metabolic pathways. And the reason that we're interested in this is because the metabolism of the cell will dictate the function. We're very interested in using metabolism to manipulate cells of the immune system to make them function the way that we want them to in these various disease settings. What's really exciting is that studying metabolism in immune cells, hopefully we can understand new pathways that can control their function. This could be used for therapeutic purposes. So I think one of the challenges in the next 10 years is going to be able to take what we've learned, either using in vitro culture systems or mouse biology, and see what that means in human beings. Ziemlich grundlegende Frage, inwieweit der Mensch seine körperliche Konstitution vererbt oder und inwieweit dabei Umwelteinflüsse, Kulturelles diese Erbmasse modifiziert. Die Epigenetik ist jene Disziplin, die sich dieser Frage stellt, und die Immunologie ist eine ihrer spannendsten Anwendungsfelder. Sind manche Menschen einfach mit einer robusteren Gesundheit gesegnet als andere, oder sind wir für unsere gesundheitliche Konstitution mitverantwortlich? Seit 2015 ist Frau Peers leitende Direktorin des Max-Planck-Instituts für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg, einer der renommiertesten Adressen für dieses Themenfeld. Frau Peers, ist es nun erstmals gelungen, auf zellbiologischer Ebene darzulegen, wie das Immunsystem und insbesondere T-Zellen auf Stoffwechseländerungen antworten. Die gebürtige New Yorkerin hat zunächst Biologie in Cornell studiert und ist dann an der University of Pennsylvania 2005 in Zell- und Molekularbiologie promoviert worden. Ihre Begeisterung für zelluläre Vorgänge führte sie dabei zunächst an die Washington University School of Medicine in St. Louis, wo sie 2011 zunächst Assistant Professor und dann Associate Professor wurde, bevor es sie nach Freiburg verschlagen oder verlockt hat. Nun ist es keineswegs so, als enthielte die Liste der diesjährigen Leibniz-Preisträger noch keine immunologischen Koryphäen. Aber daran sehen Sie, wie vielfältig die Fragemöglichkeiten sind, die sich in diesem Feld auftun, und wie exzellent die Beiträge, die hierzu aus der deutschen Forschung gerade in den vergangenen Jahren vorgelegt worden sind. So bestechen Frau Peers' Arbeiten dadurch, dass sie ein ebenso bedeutsames wie weitgehend unbeachtetes Segment dieses Forschungsgebiets thematisieren. Sie konnte nämlich zeigen, dass ein verändertes Angebot von Glucose die T-Zellantwort beeinflusst. Darüber hinaus hat sie auch die Signalmechanismen entschlüsselt, die die immunmetabolische, also stoffwechselbedingte Programmierung in T-Zellen bestimmen. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse zu den Mechanismen dieser T-Zellen tragen dazu bei, über Grundlagenmechanismen der Zellbiologie aufzuklären und die auch mit wichtigen medizinischen Anwendungen zu verknüpfen. Ihre Erkenntnisse sind von großer Bedeutung für das heutige Verständnis der Abwehr von Tumoren und Erregern und für die Entwicklung von Immuntherapien. Es ist mir eine große Freude, Frau Peers, Ihnen den Leibniz-Preis 2018 überreichen zu dürfen.